Mich lockt das Geschaffene anderer Künstler, namentlich von der klassischen Musik. Da gibt es viele Impulse, die sich dann auch ausdrücken wollen. Thema Musik ist durchaus ein Thema in meinem Schaffen. Da gibt es andere Maler, Bildhauer, die mich sehr inspirieren, die mich fesseln. Sei es ein Franz Marc, sei es ein Kandinsky. Nein, es ist so, dass die Sprache mancher Künstler ist so stark, die ist so enorm, die ist so markant, dass sie mich einfach mitnehmen. Wow, da ist was, das zieht mich mit. Und das hat oft nicht einmal Einfluss auf mein Schaffen. Nein, da trete ich dann ganz zurück. Da tritt alles zurück. Da ist dann der andere Künstler da. Und ja, so Museumsbesuche sind durchaus Erlebnisbesuche. Können aber auch ziemliche Reinfälle sein. Es ist ja ein Thema, was dich gerade so ein bisschen lockt, habe ich auch im Vorgespräch gehört. Und auch gerade hast du es auch nochmal erwähnt, tatsächlich Klang auch ganz stark. Ist jemand, der jetzt doch malt, ist es ja irgendwie auch eine Herausforderung, oder? Den Klang jetzt sozusagen im Mittelpunkt der Betrachtung zu haben. Herausforderung würde ich jetzt nicht sagen. Es ist für mich einfach sehr artverwandt. Gut, Farben sind Farben, die werden optisch wahrgenommen. Es mag nach außen hin wie ein Widerspruch erscheinen. Töne werden gehört. Farben werden gesehen. Aber es ist unleugbar ein Zusammenschwingen da von verschiedenen Tönen und Farben. Und ja, manchmal können Farben gehört werden oder Töne gesehen. Jetzt setzt du dich ja damit gerade auseinander. Ja? Das heißt, hörst du bestimmte Stücke? Siehst du Bilder in einem anderen Licht? Also wie quasi drückt sich das in dir aus? Töne oder Musik, Musik als eine Komposition, als ein Zusammenspiel von verschiedenen Tönen, erzeugt in meinem Körper eine Resonanz. Ich spüre Musik. Farben können auch gespürt werden. Die wecken, wir sprechen jetzt immer nur von Farben, gemeint ist natürlich Farben in einer Gestaltung, Töne in einer Gestaltung, in einem Musikstück.
Farben können ebenso wie Töne gespürt werden. Also da, vielleicht ist das Verbindende zwischen Farben und Tönen das Empfinden, das Wahrnehmen jenseits von Auge und Ohr. Wo findet das statt? Im Körper. Also regelrecht gibt es Körperzonen, die angesprochen werden. Machen wir der ganze Körper, machen wir nur das, dass es quasi so eine Bewegung von unten nach oben gibt, dass es eine hier im Hara gespürt wird, dass es einfach ein Aufblühen ist wie eine Blüte, dass es ja, oder ein Zusammenziehen. Das heißt, diese Kunstwerke sind dann recht lebendig auch in sich, oder rufen eine Lebendigkeit hervor? Die rufen Lebendigkeit hervor, können sie hervorrufen. Und da ist es jetzt dann egal, ob es jetzt meine Kunstwerke sind sozusagen oder ob es jetzt Kunstwerke anderer Künstler sind. Es ist nicht jedes Kunstwerk dazu angetan, in mir das hervorzurufen. Aber es gibt eine Reihe Kunstwerke, sei es Musik, sei es Malerei, sei es Bildhauerei, sei es auch Tanz, was einen Zustand bewirkt, einen Erlebniszustand in mir, was körperlich empfunden wird. Ich hatte mal ein ganz modernes Stück von Schnittke gehört in der Hochschule für Musik mit meiner Frau zusammen. Das Stück ist gespielt mit Flügel und Violine und es war sofort ein gesamtkörperlicher Zustand bei mir da. Und wie gesagt, das kann eben unterschiedlich stark sein. Das kann übrigens auch ausgedrückt werden durch Tanz. Ja. Nur ich kann halt schlecht das Tanzen anfangen. Wenn ich gerade da in der Hochschule mir da was anhöre. Naja. Das wäre dann quasi auch wieder dieser Impuls, quasi, der in dir hochsteigt, ja, und der wirklich schon fast den ganzen Körper ausfüllt. Ja. Also das sind so diese Impulse, die dich dann auch zum Malen bewegen. Können. Also das Schnittgestück, das hat mir damals ja, hätte mich zum Tanzen veranlasst. Ja. Es hätte auch mich zum Malen veranlassen können. Es hat es aber nicht. Also es muss nicht unbedingt Auslöser sein. Welches musikalische Stück oder welcher Klang oder was auch immer löst denn jetzt gerade so den Drang nach Malen aus? Jetzt gerade, Oder der Impuls quasi, sich ja, diesem Thema zu widmen. also es gibt ein barockes Stück, was mich da sehr, sehr anspricht. Nicht nur jetzt, sondern schon seit ein paar Jahren. Das ist ein kleiner Satz von Arcangelo Corelli. Und ja, das spricht mich enorm an, das ist ganz rein, das ist
unschuldig wie ein Kind. Das ist einfach und voller Hingabe, ganz klar, unscheinbar. Es erschließt sich einem nicht beim ersten Mal voll. Es kann aber auch nicht abgedroschen werden beim mehrmaligen Hören. Es ist eine wahre Perle.